Einen recht schönen guten Dienstagmorgen, der 12. April, wünscht euch der Bauer Hausi. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, was läuft da? Ihr seht da Boxen, Kartoffelboxen, Sackkartoffeln. Wir werden diese Boxen umschütten, damit das erregt die Keimung an, das Wachstum an, wenn die mal umgeschüttet werden. Und dazu habe ich den Hoflader mit Drehkranz und ich habe wieder mal den Hoflader meines Kollegen gemietet, den Thaler. Und warum? Weil unser Lader steht in der LMG Grasswil, weil da der Motor irgendwo noch nicht ganz dicht ist und Öl tropft und das muss noch behoben werden von der LMG Grasswil. Jawohl, darum jetzt wieder mal mit dem Thaler unterwegs. Gut. Ja. So, umgeschüttet. Und jetzt Spritzmittelberatung. Zuerst haben wir Braugerste angeschaut. Dort wird 0,4 oder 0,5 Liter Modus gespritzt, ist im Einknotenstadium. Zwiebeln gibt es jetzt Beratung. Hier haben wir auch Unkrautbekämpfung gemacht, schon einmal. Also das ist der Hangrund. Ja, der Berater ist ein gefragter Mann. Das Telefon schellt pausenlos. Jetzt wird der Raps gegen Glanzkäfer gespritzt. Interessant ist, am Sonntag fand ich noch fast keine und gestern Abend waren schon viele drin. Wie schnell das gehen kann, ist erstaunlich. Nach Beratung mit unserem Spritzmittelberater von Gunther Markus haben wir das Insektizid gewechselt auf ein Insektizid, das weniger lange wirkt, weil dieser Raps wird in 3 Tagen blühen und dann ist es nicht mehr nötig, dass die Glanzkäfer bekämpft werden. Aber jetzt macht der Glanzkäfer Schaden in den geschlossenen Blüten. Die öffnet er, der frisst er raus. Und diese Blüten werden nicht aufgehen und ohne Blüten gibt der Raps auch keinen Ertrag oder weniger Ertrag. Darum ist es wichtig, den Glanzkäfer jetzt zu bekämpfen und wenn die Blüten offen sind,
Mit den offenen Blüten richtet er keinen Schaden mehr an. Und optimal zum Spritzen, kein Wind. Das ist immer schön. Kein Problem so. Ja, die ersten 1,6 Hektaren gespritzt, also das erste Feld. Und ab zum zweiten Feld. Ja, und jetzt in der Braugerste. Wir spritzen 0,4 Liter Modus plus 3 Liter Lepsol Maxsoft. Den Balken einstellen, Balken korrigieren, ein bisschen in Hanglage. Zur Pflanzenstärkung Lebosol Maxsoft. Und zur Halmstärkung Modus. Ja, ich zeige euch dann den Kanister. So, Maxsoft, Magnesium und Schwefel. Und jetzt schnell nochmal Agrial-Sackkartoffeln holen in der Sabeca-Sil. Ja, ein Spezialtraktor, ein Hürlimann. Mit schöner Bereifung. Da werden noch mehr Kartoffeln geholt. Saatkartoffeln. Wir haben jetzt alle Boxen umgeschüttet. Das fördert das Keimen. Wenn es Luft gibt in die Balloxe rein und sie einmal umgeschüttet werden. So, für Bauerhausi ist Feierabend. Bereits 6 Uhr, um 7 Uhr haben wir wieder Hundeschule. Die Numa und der Hausi. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen, ciao, ciao.